Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Ja, es ist soweit. Hier ist der Sprechplanet mit Ulla Kock am Brink. Heute am 17.09.2016 eines der Interviews, auf die ich mich seit Wochen freue hier. Ich habe die 100.000-Mark-Show geliebt. Ich habe auch die Lotto-Show geguckt und die perfekte Minute. Vor ein paar Jahren hat sie ja auch moderiert. Man sieht sie ab und zu immer mal wieder im Fernsehen, zuletzt weniger. Warum? Wieso, weshalb, das werden wir alles besprechen. Wir sprechen über die großen Erfolge und Misserfolge, die es ja durchaus auch gab in dieser Karriere, über das Fernsehbusiness hinter den Kulissen, über Glücksritter und die skandalträchtigen Spiele, die es damals gab. Ein langes Interview, lehnt euch zurück, nehmt euch am besten irgendwas zu knabbern, denn dieser Frau könnte man stundenlang zuhören. Mal schauen, ob die Zeit wie im Flug vergeht. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr. Ulla Kock am Brink ist tatsächlich am Telefon. Hallo. Ja, natürlich. Sehr gerne. Hallo Julian. In der Wikipedia steht über Sie, Sie wurden von Jürgen von der Lippe, Rudi Carrell und John de Mol entdeckt. Ist das so richtig? Das sind ja schon drei unglaubliche Größen der Medienlandschaft. Oder wie war das damals tatsächlich? Das war tatsächlich in der Reihenfolge des Auftretens genau so. Also als erstes sagte Jürgen von der Lippe, als ich damals Probekandidatin bei ihm war, ja, dass ich doch auch vor der Kamera was machen könnte. Da habe ich mir den Kopf gekippt und habe gesagt, der spinnt wohl. Weil ich ja einen unglaublichen Respekt auch vor Jürgen von der Lippe hatte und habe. Und immer davon ausgegangen war, dass man mindestens 15 Jahre Bühnenerfahrung durch kleine Städte sammeln muss, um endlich bei der heiligen Kuh, dem deutschen Fernsehen, landen zu dürfen. Mhm. Und habe da überhaupt nicht getraut. Das kam erst später bei RTL. Ich hatte ja beim WDR gearbeitet. Dann kam 89 oder 88 RTL nach Köln. Und dort fing ich dann an, als Redakteurin zu arbeiten, bei den News und in der Unterhaltung. Und da habe ich dann vertretungsweise ab und zu das Wetter moderiert, wenn mal die Wetterfee krank war. Mhm. Und Rudi Carrell schwirrte da bei RTL auch immer rum und sprach mich dann an und sagte, ja, hast du nicht Lust, bei mir Assistentin zu werden in der Postleitzahlenshow? Damals ging es um die Einführung der neuen Postleitzahlen. Stimmt, ja. Und ich hab den angeguckt, er hatte mich zu sich nach Hause eingeladen, also nach Süke, ne, das liegt bei Bremen. Mhm. Und ich habe da gestanden und gesagt, lieber Rudi, ich kann keine Assistentin sein. Das geht nicht. Ich komme aus Bottrop. Ich kann ja noch nicht mal eine Treppe hochlaufen, ohne zu stolpern, ja. Und dann in so einem Goldkleidchen Tabletts von A nach B zu tragen, das sah ich mit mir nicht. Also, und dann sagt er, ach, du willst selber der Boss sein. Habe ich gesagt, ja, ich glaube so. Das ist aber sehr, sehr mutig. Ja, damals war ich auch so, ja, angstfrei. Ich habe so immer gesagt, was ich gedacht habe. Aha, okay. Und er war da auch nicht böse, er hat nur gesagt, ja, wird er verstehen, aber dann sollte ich doch zusehen, dass ich irgendwie auch Gas gebe, weil ich war dann ja auch schon 30 habe halt redaktionell gearbeitet. Und damals hatte ich so ein neues Casting-System entwickelt für RTL, was dafür gesorgt hat, dass man sich nicht mehr 6 Kandidaten anschauen musste, um einen guten zu finden, sondern nur noch 3 Kandidaten, um einen guten zu finden. Und im Zuge dessen wurde ich so zur Casting Queen, bekam immer mehr Aufträge, habe eine Firma gegründet und da rief mich John de Mol an und sagte, ja, ich habe hier überhaupt keine Infrastruktur, kannst du mir 600 Kandidaten in 3 Monaten besorgen? Dafür musste ich mir 1800 angucken und interviewen und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich, habe mir in die Faust gebissen, ich hatte ja nichts, ich hatte kein Büro, keine Firma, nichts. Und habe dann eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass die sich beruflich verändern wollte und die kaufmännisch ein bisschen was drauf hatte. Mhm. Und dann haben wir uns beim Gewerbeamt angemeldet, das hat 15 Mark gekostet, haben dann 3 Flaschen Mumm-Sekt gekauft, uns betrunken und eine Firma gehabt. Und haben dann so eine 40 Quadratmeter Bude im Hinterhof auf dem Eigelstein in Köln gemietet, haben uns rucki-zucki ein paar tolle Mitarbeiter gesucht und Gas gegeben ohne Ende. Das waren so die 100-Stunden-Wochen am Anfang. Mhm.
Und John de Mol beauftragte uns dann und er hatte dann von anderen von RTL gehört, dass ich irgendwie wohl auch vor der Kamera was machen könnte oder sollte und ein Talent sei. Und der meinte dann zu mir, ja, caste dich doch mal selbst. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe einem Mitarbeiter gesagt, denk dir irgendeine Geschichte aus. Und dann habe ich mich selbst gecastet. Ja, und dann hatte ich die erste Sendung bei John de Mol. Irre, irre. Übrigens, ich habe mir gestern in Vorbereitung auf das Telefonat heute mit Ihnen den Auftritt bei Markus Lanz angeguckt. Da wurde ja auch nochmal so ein Ausschnitt gezeigt von der Wetterfee-Zeit. Oh ja. Ihnen. Das ja, war auch ganz lustig, wer das mal sehen will. Das ist immer noch bei YouTube online inzwischen. Ja, das ist irre. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie bei RTL. Die haben einfach gesagt, du, bei uns ist die Wetterfee krank geworden. Spring mal ein, du machst das schon irgendwie. Und dann saß, wie heißt es, von der Gröben? Ulrike von der Gröben, die gab es schon. Ulrike. Ja, ja, klar, die saß bei mir am Tisch. Und die hat gesagt, hör zu, Ulla, hier sind ein paar Wölkchen und ein paar Wetterdaten, ein paar Zeichnungen, jetzt schreibt man einen Text. Irre. Ja, dann saß ich da. Könnten Sie sich vorstellen, das heute auch noch zu machen? Ulrike von der Gröben sitzt ja immer noch da. Ja, selbstverständlich. Also ich bin ja auf keinen Fall schlechter geworden mit den Jahren, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe viel gelernt und habe auch hart an mir gearbeitet. Also am Anfang war das ja alles sehr holprig und unbeholfen. Mhm. Und also ich habe da schon mein Handwerk gelernt. Ne? Sie haben so viele viele tolle Shows moderiert. Ich nehme an, die 100.000-Mark-Show ist immer noch die, auf die Sie alle ansprechen. Oder ist das irgendwann mal abgelenkt worden durch jetzt zum Beispiel die perfekte Minute? Oder ist die 100.000-Mark-Show immer noch Nummer 1, wenn Sie angesprochen werden? Also die 100.000-Mark-Show ist nach wie vor die Nummer 1, aber es haben auch sehr viel die Lotto-Show in der ARD Samstagabend live geguckt. Ja, glaube ich. Mhm. Aber sag ich mal, und die perfekte Minute haben sehr viel Jüngere, finden das toll oder haben das toll gefunden. Und aber ich bin die, wie eine Schweizer Kioskbesitzerin mir sagte, als ich dort war, ach, sind Sie die 10-Mark-Frau. Ja? Also irgendwie bin ich immer die Mark-Frau. Und es ist auch in Ordnung. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe das natürlich auch damals geguckt. Ich war so in den 90ern 10, 11 Jahre alt, als ich Ihre Sendung geguckt habe. Da hat man das geliebt, auch Traumhochzeit. Aber die 100.000-Mark-Show war schon immer was ganz Besonderes, weil es sehr, sehr aufwendig war, sehr actionreich und unglaublich aufwendig, und spannend. Ja. Das wurde in Holland produziert auch, ne? Oder? Richtig, in Hilversum. Und da wurden die Kandidaten quasi hin verfrachtet und haben dann dort den aufregendsten Tag ihres Lebens gehabt. Also das waren 5 aufregende Tage ihres Lebens. Okay. Und also meine Firma hat auch das Casting gemacht. Wir haben die ganzen Tests durchgeführt, die sportlichen Tests, die Mentaltests, die Teamtests, weil das waren ja immer Paare, die auch miteinander etwas aushalten mussten, ja. Und sich aufbauen mussten, statt destruktiv zu agieren. Und das war schon ein sehr aufwendiges Auswahlverfahren. Und die Kandidaten wurden rundum betreut von 5 Mann, die also wirklich ihnen jeden Wunsch von den Lippen abgelesen haben und sie vor allem unterstützt haben. Denn das war, muss ich sagen, schon eine sehr anstrengende Zeit für die Kandidaten, aber auch sehr aufregend. Glaube ich, ja. Und ich treffe ab und zu ehemalige Kandidaten. Und das ist immer total schön, weil ich weiß oder ich wusste damals gar nicht, was das für diese jungen Leute bedeutet hat. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe, oder? Also zum einen ist natürlich das Adrenalin im Fernsehen zu sein, aber damals war es ja auch so, 100.000 Mark, die haben das Leben ja auch verändert, oder? Da hat man ja die ganze Woche darauf gefiebert, dass dann der Moment der Show ist. Man probt wahrscheinlich alle Spiele, man ist da drin und dann scheidet man direkt am Anfang unter Umständen schon aus. Das ist ja eine wahnsinnige Show-Idee gewesen eigentlich. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich fand es auch ziemlich hart. Also diese Parcours-Geschichte, dass die 4 Paare gegeneinander in einem sehr, sehr anstrengenden Parcours. Mhm. Ich bin den selber gelaufen, deshalb weiß ich, wie anstrengend. Der hatte immer so ein Förderband am alle Ende. Alle Spiele übrigens. Ja, ganz genau. Ich habe alle Spiele selber getestet, um einfach auch nachfühlen zu können, welche Herausforderungen das für die Kandidaten bedeutet hat. Ne? Und es war aber so, dass wir natürlich eine Aufzeichnung gemacht haben. Das sogenannte Live on Tape. Mhm. Das heißt, die Show wurde schon zusammengeschnitten. Es waren auch Pausen zwischendurch da, weil ja die Spiele umgebaut werden mussten.
Aber der Regisseur hat peinlichst genau darauf geachtet, dass die Schweißtropfen, die von dem Spiel auf den Gesichtern zu sehen waren, hinterher im Anschluss, nach 20 Minuten Pause, wieder aufgesprüht wurden. Ach so, ja. Also das war Hollywood, ja, das war schon cool. Ansonsten war die Show sehr authentisch. Ja, glaube ich auch. Also da gab es ja auch Tränen ohne Ende. Der letzte Moment des Tresors, den vergisst man ja nie. Deswegen, die Sendung war unglaublich erfolgreich. Was hat diese Popularität mit Ihnen ausgelöst? Sie waren ja Stück für Stück schon daran gewöhnt, bekannt zu sein, aber das war doch schon nochmal ein Boom, oder? Ja, das war ein Boom. Ich habe das selber gar nicht so wahrgenommen. Ich saß da immer in Holland. Das ist ja auch ein anderes Land. Ja. Da sind Holländer. Die kennen mich nicht. Und ab und zu, dann habe ich so einen Anruf gekriegt von RTL, Marc Conrad, der damalige Programmdirektor. Der sagte, Ulla, du hast gestern 10 Millionen Zuschauer geholt. Das gab es noch nicht bei RTL. Das ist einmalig. Und ich so, ach ja, prima, du, ich habe jetzt Probe aufgelegt. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt, was das bedeutet hat. Wann haben Sie das geschnallt? Und das war erst so nach einem halben Jahr, weil ich habe geackert wie ein Tier. Mhm. Ich musste mir die Show aneignen. Ich habe ja mit einem Team gearbeitet, die Show in Holland bereits seit 3 Jahren produziert hatten. Das heißt, die kannten jeden Handgriff, jeden Gang. Für mich war das alles Neuland und Kopfballett pur, weil ich zum ersten Mal mit 12 Kameras arbeiten musste. Also es waren 12 Kameras da. Davon bedienen musste ich, glaube ich, 6 oder 5. Und das war sehr anstrengend, weil ich keinen Teleprompter haben wollte, weil der stört im Bild. Und außerdem war ich zu stolz. Das kann ich gut verstehen. Ja, ich war einfach zu stolz. Ich habe gesagt, das musst du doch wohl selber auf die Kette kriegen. Ne? Sonst, du bist doch Moderatorin. Bei Magazinmoderatoren oder Nachrichtenmoderatoren verstehe ich das total, dass die einen Prompter nehmen. Ist ja völlig in Ordnung. Ja. Und aber bei einer Show denke ich immer, das hat ja auch in irgendeiner Form eine Logik. Also muss man das doch wohl hinkriegen. Und da musste ich aber sehr hart dran arbeiten, dass ich das alles in den Kopf hineinbekommen habe. Höchste Konzentration und ich hatte natürlich auch unglaubliches Lampenfieber und Angst, weil die Show war eben schon auch mit 600 Publikumsgästen, die aus Deutschland angereist waren. Auch deutsches Publikum. Das ist ein logistisch schon ein großer Aufwand, wobei es wahrscheinlich immer noch günstiger wäre, als das Ganze in Deutschland zu produzieren, ne? Ja, das lag daran, dass die Show eben auch in Holland für Holland produziert haben. Und das ist natürlich vom Team her eine riesige Synergie. Wenn Sie sich überlegen, man müsste 130 holländische Mitarbeiter nach Deutschland bringen und dort übernachten lassen. Und ach, das ist ja alles die Hölle. Es gab noch dieses eine Spiel, also das mit dem heißen Draht war natürlich Kult, weil warum gibt es schon mal so einen großen heißen Draht? Das mit der Röhre mit dem Luftanhalten hat mich immer unglaublich gereizt, schockiert und man hat es auch irgendwie versucht nachzumachen. Hatten davor die Kandidaten am meisten Angst oder gibt es so Momente, wo sie sagen, okay, da waren wirklich die Kandidaten auch unter Panik? Nee, also Panik gab es, ich überlege gerade, ob es da mal einen Panikanfall gab. Nee, gab es nicht. Und das liegt daran, dass unsere Kandidatenbetreuer, also unsere Kandidaten, extrem gut vorbereitet haben. Die haben in dieser Röhre, wo ja, das ist John DeMols typischer Humor, auch noch ein paar Goldfischchen drin rumschwammen, viel geübt. Und wir haben einfach versucht, den Kandidaten diese Ruhe beizubringen. Also cool zu bleiben, Luft anhalten. Wir haben das auch, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen wie so ein Kinderspiel verkauft. Ne? Stell dir vor, du sitzt zu Hause in der Badewanne und testest mal, wie lange du es aushältst. Ja, okay. Und die Kandidaten haben auch gewusst, dass die Fragen, die ich in der Zeit, wo sie die Luft anhalten konnten, gestellt habe an den Partnerkandidaten, auf jeden Fall so schnell und ausreichend in der Anzahl sind, dass es machbar ist. Okay. Also, dass die Kandidaten nicht überfordert waren. Und mit dem Wissen im Hinterkopf und auch mit der Übung vorher gab es da keine Panik. Es gab mal bessere, mal schlechtere Leistungen, ist ja klar. Es hängt auch von der Kondition ab oder auch, wie müde die Kandidaten am Ende eines langen Abends waren. Aber Panik hatten wir da noch nie. Und mit Franklin wurde die Sendung später weitergeführt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Wie konnten Sie diese Sendung aufgeben?
Oh, das war auch ein gottverdammter Fehler von mir. Ich hatte die Show 5 Jahre gemacht und naja, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass sich alles wiederholte. Also irgendwann ist die Struktur einer Sendung so klar und auch so wenig austauschbar. Und irgendwann sind auch die Ideen für ausgefallene, großartige, spektakuläre Spiele ja, nicht zu Ende gegangen, aber... Das heißt, irgendwann macht es auch nichts aus. Weniger. Das heißt, für Sie war es dann irgendwann auch egal, ob jetzt ein neues Spiel dazukommt, der Ablauf und das ganze System war irgendwann genug für Sie. Ja. Ja, das System hatte ich so intus und ich wurde auch zunehmend routiniert. Und diese Show verdient keine Routine, sondern die hat Aufregung, 100%ige Konzentration und Empathie und gleichzeitig Spielleiter sein und trotzdem mit den Kandidaten zu sein. Und ich habe gemerkt, das wurde alles so ein bisschen weniger bei mir und auch beim Team. Also es war sehr anstrengend und die haben die Show ja auch noch doppelt produziert, ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, so das nivellierte sich alles auf einem sehr guten Niveau. Die Quoten waren immer noch hervorragend für RTL, waren aber auch gesunken. Also der ganz große Hype war vorbei. Und dann kam eines Tages, ich hatte Harald Schmidt, der fing mit seiner Late Night an und irgendwie rief Brainpool, der Produzent, die riefen mich an und sagten, Ulla, kannst du nicht ein paar Piloten mit Harald Schmidt so machen, weil du kannst ja auch lustig sein und du kannst Talk geben und wir wollen bestimmte Sachen ausprobieren. Das habe ich dann gemacht und habe irgendwie 7, 8 Piloten mit Harald Schmidt gemacht. Und da kam der Chef von Brainpool, der Jörg Rabusch, zu mir mit Martin Kess, seinem Co-Partner, und sagten, Ulla, wir machen dir ein Angebot. Wir haben mit ProSieben gesprochen. Wir bieten dir eine tägliche Live-Sendung, eine Personality-Show an. Denn du bist die deutsche Ruby Wax. Wir haben gemerkt, dass du auch Comedy kannst und ganz andere Sachen drauf hast. Da gingen bei mir so die Lämpchen an. Also das war ein schillernder Regenbogen an Aussichten. Und ich war völlig hin und weg. Ich habe gesagt, boah, endlich darfst du Blödsinn machen. Okay, und, kann ich verstehen. Dann ist irgendwann schmutzige Witze abends in der Late Night reißen und interessante Talkgäste haben und verrückte Sachen machen und weg vom Spielleiter hin zur Persönlichkeit. Mhm. Ha, das bedeutet, ich habe ja Persönlichkeit. Also meine Eitelkeit war gefragt. Ja. Und da habe ich zugegriffen und habe gesagt, das mache ich jetzt. Das wurde dann relativ schnell abgesetzt. Haben Sie das war eine Katastrophe. Katastrophe, okay, ja. Sagen Sie selber. Warum? Ja, ja. Warum war das eine Katastrophe? Ja. Was lief da alles schief? Und hätte es auch gut werden können? Also in meiner Erinnerung war es so, dass wir eigentlich Late Night machen wollten, also irgendwie 21:45 abends, ja. Und ich weiß nicht mehr, wie es kam. Ich kann das wirklich nicht mehr sagen. Ich müsste da wirklich bei ProSieben mal nachhaken. Irgendwie hieß es plötzlich, wir machen 6:45 abends. Und mit 6:45 abends war ja dann völlig klar, dass wir die Inhalte, die wir vorbereitet hatten, überhaupt nicht mehr bringen konnten. Also das Freche, das Lustige, das vielleicht auch absolut politisch nicht korrekte, was ich mir so erwünscht und erträumt hatte, konnten wir um 6:45 abends auch aus Jugendschutzgründen nicht mehr machen. Und das war natürlich blöd. Ja, und damit war der Drops gelutscht. Wie schwer ist das, gerade wenn man vorher im Ego so gepusht wird, so hoch gehypt wird, abgeworben wird, dann so tief zu fallen, dass man sieht, wie dann die eigene 100.000-Mark-Show von jemand anderem moderiert wird und man ja da plötzlich so dasteht. Wie schafft man das? Also es war ja so, dass, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich so unglaublich geschmeichelt war, ne? Weil das ist nicht so, dass im deutschen Fernsehen die Moderatoren irgendwie sehr wertgeschätzt werden. Also das ist eher so, läuft die Show gut, dann ist es das Konzept, läuft die Show schlecht, dann ist der Arsch der Moderator, auf Deutsch gesagt, ja. Das ist nicht so, dass man da irgendwie, und jetzt kam ich zu ProSieben, ich war der erste Fremdeinkauf und die haben da mich gehypt, dass es nur so krachte. Es gab riesige Werbekampagnen, das war mir schon peinlich, ja. Auf jeder Litfaßsäule prangte mir mein Gesicht entgegen und
Ich habe so gedacht, boah, das ist aber heftig, ne? Warum machen die denn so einen Hallas hier? Und es ging eigentlich gar nicht um Eitelkeit, sondern ich wollte in erster Linie zeigen, dass ich auch andere Seiten habe. Und das ist mir nicht gelungen. Das war eine unglaubliche persönliche Niederlage, weil ich nicht zeigen durfte, was ich eigentlich wollte. Und ich habe dann danach mich hingesetzt. Erstens, wenn so eine Show abgesetzt wird, da läuft man erstmal, oder ich war erstmal eine Woche wie in Watte getunkt. Da kriegt man gar nicht mit, was mit einem selber los ist. Und nach dieser Woche habe ich mich hingesetzt und habe erstmal analysiert und habe gesagt, okay, welchen Anteil hast du an dem Desaster? Welchen Anteil hat die Redaktion? Welchen Anteil hat der Sender? Und ich hatte beschlossen und auch das mit Jörg Rabosch besprochen, der neben mir stand und sagte, der guckte so aus dem Fenster, das war ja auch für seine Firma eine Katastrophe. Mhm. Der hatte da plötzlich ein leeres Studio, was für 280 Folgen gebucht war. Ja, also der hatte 45 Mann wurden arbeitslos. Also das ist ja nicht nur ich, das sind ja auch ganz viele andere. Ja, und der starrte da aus dem Fenster und sagte, oder wir haben es verbockt, war nicht deine Schuld. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass ich mich ziemlich schnell damit zufrieden gegeben habe. Ich habe dann gesagt, okay. Okay, dann ist es in Ordnung. Okay, es liegt nicht an dir, Haben Sie, und es hat bestimmt auch zum Teil an mir gelegen, klar. Haben Sie die 100.000 Mark Show noch verfolgt? Das lief ja nicht mehr so lange dann, irgendwann war es dann ja auch zu Ende. Also ich war ja an dem Casting für meinen Nachfolger beteiligt. Aha. Und ich bin ja auch sehr im Frieden mit John de Mol gegangen, was keine Selbstverständlichkeit ist in diesem Hause. Also wer John de Mol verlässt, ist verlassen, hieß es immer. Und ich hatte aber mit ihm ein so gutes Verhältnis. Wir haben uns auch oft gestritten. Ich habe ihn aber nie angeschleimt. Ich habe immer gesagt, John, die Spiele bei Glücksritter sind für mich eine Katastrophe. Ich halte das nicht durch. Mach das alles ein bisschen menschlicher bitte, weil Tabubrüche gehen immer auf meine Lasten oder zu meinen Lasten, ja. Du sitzt da in Holland und hast so eine Lust an Tabubruch und ich sitze in Deutschland und muss die Fresse Gerade bei Glücksritter, da gab es ja schon diverse Schlagzeilen damals, ne, bei der Sendung. Oh, Mann, da habe ich auch gelitten. Und da haben wir uns auch sehr viel gestritten oder sagen wir mal auseinandergesetzt. Mhm. Und das ist bis heute so, dass wir einen guten Draht miteinander haben und wir sind auch nie im Bösen auseinandergegangen. Also das war alles okay. Okay, ja. Für Sie ging es dann ja immer weiter. Sie haben gerade schon gesagt, die Lotto-Show war auch unglaublich erfolgreich. Lief im ersten Primetime live. Live ist natürlich, denke ich mal, noch was ganz Besonderes. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Sendung, wenn das wahrscheinlich ja dann die zweitmeiste Sendung ist, die die Leute kennen von Ihnen? Ja, das war ganz lustig, weil nur 3 Monate nach meinem Mega-Flop bekam ich dann in der ARD als, ich glaube sogar, erste Frau eine Samstagabendshow, jenseits der Volksmusik. Ne? Ja, das ist schon gut. Und ich kam ja vom WDR und hatte die Kollegen jetzt aber lange nicht gesehen. Und jetzt kam ich ausgerechnet auch noch nach Bottrop, wo wir das produziert haben, meine Heimatstadt. Haben Sie auch immer erwähnt, dass das in Bottrop ist, ne? Ja. Genau. Und es standen die ganzen alten WDR-Kollegen da und dann kam der Produktionsleiter zu mir und sagte, Ulla, komm mal einen Kaffee. Ne? Dann sage ich, klar, lass uns Kaffee trinken. Und auf dem Weg dahin habe ich ihm gesagt, ich habe einen Witz für dich. Und dann rief er seinen Kollegen zu, alles klar, Leute, die hat sich nicht verändert. Und die hatten natürlich Schiss, dass ich jetzt irgendwie so abgehoben bin oder blöd geworden bin. Und weil ich war ja früher eine Rechercheurskollegin und redaktionelle Mitarbeiterin. Und da waren die dann ganz fröhlich, dass ich sozusagen die Alte geblieben bin. Das war ein tolles Team. Wir haben uns unglaublich angestrengt. Die Lotto-Show war deshalb anstrengend für mich, weil ich 17 Minuten lang Regeln erklären musste. Ja. Das ist eine Qual als Einstieg. Mhm. Das ist einfach eine gottverdammte Qual. Macht natürlich auch keinen Spaß. Ja. Bis das da endlich losging, habe ich gedacht, kann ich meine Rente beantragen. Also ging aber nicht anders, weil das Reglement im Lottogewerbe einfach sehr komplex ist. Ja, so, musste ich halt machen. War eine komplizierte Sendung, auch viele Kandidaten, 49 Kandidaten in 49 Kugeln, muss man auch erstmal bewältigen. Richtig. Und live vor allen Dingen. Also ist das dann, wenn Sie sagen, Sie hatten ja vorher schon sehr, sehr viel Erfahrung,
war so eine Live-Samstagabendshow trotzdem, ja, was ganz Besonderes? Das ist immer etwas ganz Besonderes. Und gerade in der ARD. Es ist einfach, ja, aber es ist sehr schön. Also die ARD ist natürlich, sag jetzt mal, was die Political Correctness angeht, sehr streng. Mhm, ne? Also da feilschten wir dann, ich habe ja meine Texte immer selber gemacht und da hieß es dann, musst du in der Anmoderation das Wort auch unbedingt, ich sag, Leute, ihr wisst doch, ich mache es nicht wörtlich, es ist eine Gedankenkette, weil sprechen kann das Kind, ja, mhm. Es geht doch jetzt nicht darum, ich bin ja keine Schauspielerin, die jetzt Wort für Wort diese Sätze sagt, sondern es geht doch einfach nur um eine logische aufbauende Kette, Subjekt, Prädikat, Objekt kann ich auch frei, also vertraut mir da. Und also da ist die Kontrollinstanz durch die Redaktion schon ziemlich groß. Mhm, und das haben wir aber mit der Zeit ganz gut hingekriegt. Ja, der Erfolg hat Ihnen dann ja recht gegeben. Die Show war zu teuer. Die war irre teuer. Okay. Und wie hieß der damalige Chef noch? Strube. Der sagte mir, Unterhaltungschef oder sogar Programmchef, weiß ich nicht genau, der sagte mir, Günther Strube, Ulla, wir brauchen, um diese Show zu rechtfertigen, mindestens 5 Millionen. Und wir hatten gestartet mit 6 Millionen und gingen dann so 5, dann 4,8, 4,7, dann mal wieder 4,6, dann mal wieder 4,9. Es ramschte immer so lange an dieser Grenze lang. Und nach 3 Jahren haben die dann gesagt, das ist uns einfach zu teuer. Und sie hatten auch recht, es war immens teuer. Also war das für Sie auch nachvollziehbar, ne? Es ging ja absolut permanent mit Ihnen weiter. Cash habe ich zum Beispiel auch noch geguckt. Dann hatte ich den Eindruck, wurde es irgendwie ruhiger um Sie. Ich habe Sie eigentlich tatsächlich erst wieder durch die perfekte Minute, ich habe das so als das große Fernseh-Comeback von Ulla Kock am Ring empfunden. War das auch für Sie so, wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zur Spielshow? Ja, das war sehr schön, dieses Angebot. Das war auch deshalb sehr schön, weil ich mich 2010 in einer privat sehr, sehr schwierigen Situation befand und mir es wirklich nicht gut ging. Und dann rief Sat.1 an und sagte, Ulla, wir haben hier eine Show für dich, guck dir die mal an, würde dir das gefallen? Und die perfekte Minute war sehr schön. Ich hatte übrigens zwischendurch 2004 auch ein Jahr lang ein RBB-Gastspiel. Da hatte ich eine Talkshow zusammen mit Jörg Thaddeus. Mhm. Und dann 2010. Und zwar zwischen 2004 und 2010 habe ich als Redaktionsleiterin in der Firma meines damaligen Mannes gearbeitet und hatte dort auch sehr viel Spaß. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann die perfekte Minute war ja auch eine hübsche Sache. War eine hübsche Sache. Haben Sie 2 oder 3 Staffeln lang gemacht, ne? Dann ich glaube 3, ich weiß nicht mehr. Und es ist ja so, bei Sat.1 oder in Sat.1, wie es heißt, wechseln die Personalien sehr schnell. Ja. Und der Unterhaltungschef Wolfgang Link, mit dem ich mich blendend verstanden habe, wechselte, der fiel 2, 3 Treppen höher. Und dann kommen neue rein, neue Unterhaltungsleute. Und neue Besen kehren gut. Mhm. Die haben nicht viele Stellschrauben, weil das Budget muss klein gehalten werden, aber die Forderung nach Rendite, das ist ja nun mal ein DAX-orientiertes Unternehmen, die ProSiebenSat.1-Gruppe, es wurde verlangt 14%. Der Schnitt bei Sat.1 lag bei zwischen 7 und 8%. Mhm, die wollten 14. Wir hatten in der ersten Folge 14,7. Und danach pendelte sich dann das so zwischen 10, 9, 11% ein. Das Sat.1 hat bis heute, obwohl sie alle möglichen Sachen geändert haben, jetzt ältere Frauen dürfen nicht mehr vor den Schirm, jetzt kommen nur noch junge Männer. Es nutzt ja trotzdem stimmt, nicht. Ja. Die haben nach wie vor die gleichen Quoten. Mhm. Also egal, woran sie arbeiten, irgendwie geht es nicht so richtig voran. So viele Sendungen produziert Sat.1 ja irgendwie auch gar nicht mehr. Läuft den ganzen Tag, läuft er auf Streife, jetzt Big Brother zurzeit, aber eigentlich ist Sat.1 nur noch so ein Abspielsender für Scripted Reality Shows. Richtig viel übrig geblieben ist richtig. Da gar nicht, ne? Das ist billig, bringt aber ganz gute Quote. Also jetzt, glaube ich, diese Kommissarstreife, Entschuldigung, ich muss mich mal gerade räuspern, kleiner Glück. Das ist einfach billig produziert und bringt einigermaßen Quote. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Es sind halt strategische Ausrichtungen. Aber da
spiele ich halt nicht mit. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von Mareike Amado, die ein Interview gegeben hat und auch gesagt hat, schade, dass so viele gute Frauen aus der Fernsehlandschaft verschwunden sind. Sie hat auch namentlich gesagt, wo ist Linda de Mol, wo ist Ulla Kock am Brink, wo ist Rainer Markers. Warum ist das so? Warum hatte das irgendwie so seine Zeit? Ich meine, man wird ja nicht, nur weil man jetzt über 40 ist, plötzlich eine schlechte Moderatorin. Ich habe auch den Eindruck, dass auch junge Leute gar nicht so auf diese Wayne Carpendale austauschbaren Moderatorin stehen. Was ist das? Was soll das? Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht beantworten. Ich glaube, das ist einfach zum Teil Gedankenlosigkeit und zum Zweiten Jugendwahn, ganz extrem. Immer neue Gesichter und das ist, glaube ich, ein Irrtum. Ich kann verstehen übrigens, wenn ich in einem Sender bin und bin dort Redakteur oder Producer, dass ich sage, ich muss was Neues bringen. Ja, weil das Neue bringen heißt immer, was voranbringen. Ja, was wagen. Ich halte sozusagen das für einen, aber das ist ja, sie wagen ja nichts damit, wenn sie einen jungen, austauschbaren Menschen dahinstellen. Ja. Ganz im Gegenteil, weil die Person austauschbar ist, kann ich billig wieder was Junges, Neues einkaufen. Ja, auf Individualität wird nicht so viel Wert gelegt mehr, weil das Neue, das Junge einfach im Trend ist. Das ist jetzt so. Ja, schade eigentlich. Jo. Also weil sie waren ja, also gerade die Namen, die ich auch eben vorgelesen habe, waren eigentlich die großen Fernsehstars. Und jetzt sieht man diese ganzen tollen, talentierten, hoch ausgebildeten Moderatoren nirgendwo mehr. Egal, wohin man schaltet. Ich bin ja froh, dass ich sie nicht im Dschungelcamp oder bei Big Brother sehen muss, ehrlich gesagt. Niemals. Okay. Niemals. Also bitte, das wäre eine Beleidigung für mich, wenn man mich überhaupt fragen würde. Also das geht gar gut, nicht. Bin ich sehr beruhigt. Ich habe zum Abschluss noch 5 Hörerfragen für Sie, die ich gerne noch vorlesen würde. Das sind manchmal so Fragen, auf die ich so gar nicht kommen würde. Ein Taniel, heißt er, glaube ich, fragt, frag Ulla doch mal, was mit den vermissten Verwandten es auf sich hatte, die Glücksritter-Teilnehmer hätten treffen können. Wie die Redaktion damals die Leute ausfindig gemacht haben und ob sie bei vertaner Chance wirklich nach Hause gebracht wurden und keinen Kontakt mehr hinter den Kulissen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie war das tatsächlich? Also es ist so, das war eine der Spiele, über die ich mich maßlos aufgeregt habe. Also da habe ich wirklich richtig Krach mit John de Mol gehabt. Das Problem war aber, die Redaktion hat wohl wissend über meine Einstellung gegenüber diesen Spielen mir immer nur sehr kurzfristig, das heißt 3 Tage vor der Show, die Spiele geschickt. Und ich habe gesagt, das Spiel ist doof, das ist schrecklich, das ist menschenverachtend, das will ich nicht. Ja, aber wir haben keine Zeit mehr, was anderes. Außerdem ist der schon unterwegs hier nach Holland. Ja, also die haben, ich erinnere mich, die haben einen Spielkandidaten aus dem Publikum geholt oder ich habe den geholt und der konnte dann, wenn er das Spiel geschafft hat, einen lang vermissten, ersehnten, lieben Verwandten aus der Ferne in die Arme schließen. Wenn er das Spiel nicht geschafft hat, wurde der Verwandte noch am Flughafen zurückgeschickt. So war, glaube ich, diese Spielanordnung. Ich habe im Stahl gekotzt, auf Deutsch gesagt, hatte aber keine Chance. Und ich will mich dafür, ich habe es ja trotzdem moderiert, aber ich kann nur dazu sagen, ich fand das furchtbar. Und ich habe mich auch geschämt. Also dieses ganze Show. Ich glaube, dass der tatsächlich nach Hause geschickt worden ist. Und ich glaube aber, dass der Kandidat, der das Spiel verloren hat, am Flughafen noch eine Stunde irgendwie mit dem quatschen konnte oder ihn auf jeden Fall sehen konnte. Das ist ja unglaublich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und deshalb fand ich das auch so schlimm. Ich weiß das nicht mehr, ob die sich jetzt noch gesehen haben. Ich so ein kleiner Glimpse hinten im Kopf, dass die sich irgendwie noch gesehen haben, aber ich würde es nicht beschwören vor Gericht. Okay, das ist ja ehrlich. Ich habe das, vielleicht war ich auch noch zu klein oder zu naiv, ich habe Glücksritter nie als so schlimm empfunden, aber für Sie, jetzt auch wie Sie darüber reden, ich glaube, Sie waren froh, als das zu Ende war, oder? Ja. Was für eine schöne Sendung, vom Prinzip her zauberhaft. Diese 2 Handlungsstränge, 3 Kandidaten kämpfen um ihre Ausbildung oder über irgendeinen besonderen Wunsch. Die mussten dann irgendwie Fragespiele oder auch haptische Spiele machen und gleichzeitig kleine Wunscherfüllungen überraschenderweise aus dem Publikum. Das fand ich ganz schön. Nur mit welchen Spielen, also redaktionell, das fand ich echt. Kann ich verstehen. Scheiße. Ja. Richtig scheiße.
mit dem Namen standen Sie ja da. Ne? Da stand Sendung Ulla ja, Kock am Ring. Ja, ich muss das aushalten. Ja. Ne? Ja, genau. Alex Bachhovenzart fragt, es gab doch vor einiger Zeit eine Neuauflage der 100.000-Mark-Show. Ich glaube, das hieß tatsächlich 100.000-Euro-Show. Die Frage ist, ob Sie gefragt wurden, das zu moderieren und wie Ihnen die Moderation von Inka Bause gefallen hat, falls Sie es geguckt haben. Also ich habe, man hat mich nicht gefragt. Und wie gesagt, ich kann das Prinzip auch verstehen, sozusagen eine Verjüngung, ein anderes Gesicht auf eine bereits bestehende Sendung zu setzen. Finde ich total legitim. Das Problem war, dass die kein Geld in die Hand genommen haben. Die haben aus der großartigen, riesen, bombastischen, aufwendigen Show einen Kindergeburtstag gemacht. Und ich habe die Sendung durchaus ein bisschen wehmütig 10 Minuten geguckt. Und da wusste ich Bescheid. Es hat mir dann auch gereicht. Und Inka Bause kann nicht von 0 auf 100 eine Sendung top moderieren. Da muss man auch reinwachsen. Ich bin da auch reingewachsen. Und da zu verlangen, innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, sie hatte nur 3 Tage Vorbereitung, was wirklich wenig ist. Und für die Lieblosigkeit spricht, wie die Sendung produziert worden ist, da kann man nicht verlangen, dass sie da tipptopp drin ist in dem Thema. Ja, also da muss ich, Inka, ich fand das übrigens jetzt irgendwie nicht schlimm, wie sie das moderiert hat, aber es war jetzt nicht sehr inspiring. Ne? Also die Identifikation mit dem ganzen Programm war nicht spürbar. Und aber das kann man ihr wirklich nicht zur Last legen. Ja, ich glaube, es war so als Nostalgie-Event geplant und dann ist es nicht so direkt eingeschlagen. Das ist halt das Problem. Ne? Es gibt keine, man gibt keiner Sendung mehr die Chance, sich zu entwickeln, den Moderator schon gar nicht. Und da haben Sie recht, das sah deutlich billiger aus. Und wenn Sie jetzt mir auch gerade sagen, dass es nur 3 Tage Vorbereitungszeit hat, dann ist das ja gar nicht vergleichbar mit dem, was früher gemacht wurde. Und das ist ja schon, schon Wahnsinn. Dann kann man quasi sagen, man hätte es gar nicht besser machen können, womöglich, unter den Umständen. Ja, finde ich auch. Micha Kimber-Esser fragt noch, ich würde gerne wissen, warum die Lotto-Show eingestellt wurde. Das haben Sie ja schon gesagt, es reichte von der Quote nicht. Es hat sich sozusagen nicht gerechtfertigt in der Rechtfertigung der Gebührengelder gegenüber des Zuschauers. Ja, aber dafür, ist zu sagen, dazu ist vielleicht zu sagen, dass ich sage es auch immer wieder gern, ich finde es sehr schade, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich diesem Quotenwahnsinn unterworfen haben. Dass die Privatsender natürlich eine Quote brauchen, um Werbung einzukaufen, ist doch wohl klar. Aber die Öffentlich-Rechtlichen hätten das eigentlich nicht in dem Sinne nötig. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt in den letzten 15 Jahren gekommen ist, die ich so schade finde. Denn gerade die Öffentlich-Rechtlichen könnten Programme machen, die gewagt sind, die wirklich innovativ sind und wo immer nicht dieser Rechtfertigungsdruck da ist. Ich bedauere das sehr, denn sonst könnten solche großen, richtigen, fetten Shows wie die Lotto-Show oder andere große Shows noch laufen. Und wenn Sie es versuchen, findet das im Randprogramm statt, also nicht in den Haupt-, nicht in der ARD. Also Jan Böhmermann hat auch lange gebraucht, bis er überhaupt zum ZDF jetzt mal auf Sendung gehen durfte. Richtig. Das ist schon, ja, das ist tatsächlich so. Patrick Agel schreibt, mich würde interessieren, was Ulla jetzt macht, wie sie darüber denkt, dass die perfekte Minute mit ihr nicht weitergeführt wurde, hatten sie eben schon ungefähr erklärt, und warum sie jetzt außer in der Brillenwerbung gar nicht im TV zu sehen ist. Ärgert sie so eine Frage oder ist das okay? Nein, die Frage ist total okay. Es ist absolut okay. Also erstmal, die erste Frage war, glaube ich, was ich jetzt mache. Ne? Gut. Also, was ich jetzt mache, ich mache immer noch sehr viel Unternehmensmoderationen. Das ist immer schön, macht mir Spaß. Da, die Hochschule Ruhr-West oder der Zentralverband der Fahrradhersteller, also das sind ja so ganz interessante Firmen, wo man sich da auch immer so ein bisschen reinschaffen kann. Ich habe gerade eine Serie geschrieben, weil ich ja ein totaler Seriengucker bin und ja auch Germanistik studiert habe. Ich kenne alle Serien dieser Welt und bin ein Bücherfresser und habe schon mal ein Drehbuch geschrieben, aber nur für mich. Aber jetzt habe ich eine Serie entwickelt. Und das werde ich demnächst wohl öfter machen. Außerdem bin ich sowas wie ein ganz klassischer Coach. Das heißt, ich bringe Menschen bei, wie man sich in Interviews zurechtfindet oder in öffentlichen Situationen, wie man eine Rede hält, wie man eine Rede schreibt. Das sind so meine kleinen Nebentätigkeiten. Und ja, ein Buch habe ich auch geschrieben, aber wann ich das veröffentliche, weiß ich nicht. Okay, ja, das ist doch eine ganze Menge. Das sind halt so Sachen, die man jetzt gar nicht so sehr mitbekommt, ne? Aber das sind ja durchaus Sachen, die noch
ja, verwandt sind mit der Moderation. Sie zeigen anderen Leuten, wie es geht, sie können sich gut artikulieren und machen das zu ihrem Leben. Das ist eigentlich doch eine gute Entwicklung, oder? Auch, dass man so mit einer Entspannung auf die Zukunft gucken kann, oder? Also ich bin total entspannt und man darf ja auch nicht vergessen, ich denke da im Moment ziemlich häufig drüber nach. Heute ein Moderator zu sein, ist ja auch irgendwie giftig. Ja? Sobald man irgendwas sagt, kommt ein Shitstorm. Das stimmt, ja. Jeder Depp darf sich über einen auslassen, mhm, und zwar in einer Art und Weise, dass man irgendwie wirklich fertig gemacht wird. Deshalb bin ich auch ein Verfechter des Klarnamens. Ne? Das fände ich wirklich cool, damit die ganzen feigen Deppen da mal aus ihren miesen Löchern gekrochen kommen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ich reg mich wirklich darüber auf, dass anonym über Menschen hergezogen werden darf, über jede Äußerung, über jedes Outfit, über ob die Nase schief ist oder die Wade zu dick. Es ist so viel Hass unterwegs und Häme, da überlege ich mir schon, ob es eigentlich noch toll wäre. So. Nichtsdestotrotz, irgendwie so eine kleine Sendung wäre schön, weil dann ist ja der Aufregungsgrad auch ein bisschen geringer. Und ich würde mal sagen, ich würde gerne nochmal moderieren, ganz einfach, weil ich es kann. Ich glaube, eine Talkshow wird Ihnen gut stehen, wo Sie mit anderen Leuten reden ja, können. Ja, kommt drauf an. Nicht? Meinen Sie nicht? Ja, kommt drauf an, wer. Also ich bin nicht so Promi-affin. Mich interessieren mehr normale Leute. Und deren Leben und deren Ereignisse und Gedankengänge. Und ich könnte mir das irgendwie ganz schön vorstellen, so eine Art Magazin zu machen, ja? Mhm. Also so ein Magazin mit Menschen. Sowas wie Stern-TV für Frauen. Okay, sowas, also wo man durchaus auch Gäste hat und nicht nur Beiträge ansagt, wie Birgit Schrohwange zum Beispiel. Genau. Ja, okay. Genau, genau. Die andere Frage war noch, wie Sie darüber denken, dass die perfekte Minute mit Ihnen nicht weitergeführt wurde. Also dass es da ja dann Moderationswechsel gab. Inzwischen ist es abgesetzt. Das ist ja einfach, wäre es mit Ihnen auch abgesetzt worden, weiß man nicht. Ja, das ist halt auch eine Frage des Stils. Also Unterhaltungschef A liegt sprichwörtlich von mir auf den Knien und sagt, du machst das so schön emotional und du bist so nah bei den Menschen und ich liebe dich dafür, dass du aus diesem Format so viel machst und so viel Stimmung und die Nähe zum Publikum hast und so uneitel bist. Ehrlich, das hat er mir wirklich alles wörtlich gesagt. Und 2 Staffeln später kriege ich noch nicht mal einen Anruf vom Sender, sondern höre das dann vom Produzenten. Und dann nach dem Motto, es gibt einen neuen Unterhaltungschef und der will jetzt nur noch junge Männer bei Sat.1 sehen. Und schwupps, bist du raus. Das ist nicht schön. Ja. Es ist nicht schön. Ja. Und das tut auch weh und es ist auch unfassbar, finde ich, respektlos. Und das, über sowas rege ich mich auf, weil ich tiptop Arbeit geleistet habe. Ich bin ein totaler Teammensch. Ich habe die komplette Sendung sogar ohne Moderationskarten moderiert. Ja, ich hatte alles im Kopf. Und das verstehe ich nicht, dass ein Sender dann mit seinen Moderatoren oder, wie die mir gesagt haben, mit unseren Sendergesichtern so umgeht. Ja, die aber auch das alle paar Monate sich wechseln, diese Sendergesichter. Ja, aber das ist mir egal. Ein Sender muss doch in irgendeiner Form ein bisschen Würde doch haben. Und darüber reg ich mich ehrlich auf und finde das echt würdelos. Und es wirft einfach auch ein Licht auf die Unternehmenskultur. Und da sollte ein Sender, egal jetzt wer, ja, es geht mir jetzt gar nicht um Sat.1 oder wer auch immer, immer dabei bedenken, welche Unternehmenskultur haben wir und wie gehen wir mit unseren Leuten, die viel aushalten müssen auch vor der Kamera, egal ob es Reporter sind oder Reality oder Fiction oder Sport, die müssen was aushalten. Und wie gehen wir mit diesen Leuten um? Ja, tatsächlich. Und Sie sind ja nicht die Einzige, die das so sagt. Ich meine, Sie werden das besser wissen als ich. Ich weiß das nur aus Interviews. Hans Meiser hat sich auch ähnlich schon mal geäußert. Das scheint also wirklich, wenn der Mensch nicht mehr gefragt ist, ist egal, was er kann, wie viel er geleistet hat. Wir brauchen ihn jetzt nicht. Wir sagen ihm noch nicht mal, dass wir ihn nicht brauchen. Ja. Und das ist ja... Und das geht nicht. Genau. Ja. Da muss man doch den Mut haben, sich 10 Minuten auf eine Tasse Kaffee zusammenzusetzen und sagen, hör zu, unsere Strategie ist jetzt anders. Wir setzen jetzt nur noch auf junge Männer. Wir danken dir aber für deine Arbeit und würde ja reichen. Genau. Aber diese Feigheit, das verstehe ich. Das dem Produzenten aufzuhalten, ja,
der dann stotternd am Telefon steht. Ja, genau, ja. Also das oh Gott. Peinlich. Einfach nur peinlich. War das in den goldenen Zeiten der 90er Jahre anders übrigens? Oder ist das auch so eine Entwicklung einfach des Zeitgeistes und der Entwicklung der Medienwelt, dass heute der eine kommt, der andere geht und früher war mehr Respekt da, oder war das da auch schon so? Naja, mit der zunehmenden Zahl der Sender und der zunehmenden Sendungsdichte und dann kam noch Internet dazu. Es gibt jetzt so einen riesigen Haufen von Privatsender. Es streut sich ja alles sehr. Ja. Und somit ist die Zentrierung auf einzelne Köpfe ja auch weg. Ja, das gibt nicht mehr die ganz großen, sondern viele kleine und zwei, drei Leuchttürme, die übrigens alle männlich sind. Was mich auch ärgert, ne? Ärgert mich. Aber egal. So, und weil das so ist, wie so ein Salzstreuer, werden die Figuren auch austauschbarer. Ganz einfach. Es ist alles nicht mehr so wichtig, es wird industriell produziert. Und deshalb habe ich jetzt ja so einen Spaß daran, eben fiktional zu arbeiten und das fürs Internetfernsehen zu machen, also VOD-Programme. Ja, kann ich verstehen. Was sagen Sie eigentlich zum Comeback der Game-Shows, das RTL jetzt probiert? Familienduell, Jeopardy, Glücksrad sogar, wird wieder in kleinerer Form produziert, aber irgendwie ist das auch ganz liebevoll gemacht, habe ich den Eindruck. Finden Sie das gut? Ich finde das gut. Ist doch super. Wer Spaß daran hat, Game-Shows zu gucken, ich würde gerne auch so eine Game-Show machen. Das ist ja easy. Da hat man eine ganz feste Struktur. Da stehst du da und hast nette Kandidaten, nette Fragen, nette Antworten, netten Feierabend. Es ist super. Okay. Also zum Arbeiten ist das einfach toll für Bread and Butter. Ja. Also das finde ich schon okay. Ich finde, das ist auch ein guter Einstieg für so einen kleinen Sender. Das läuft jetzt ja bei RTL Plus, so hieß RTL ja ganz früher in den Anfangsjahren genau. auch. Das ist voll Retro und Retro ist in. Alles aber gut. Das Programm war in der Anfangszeit nicht so wirklich Retro. Also ich weiß nicht, ob Sie da mal reingeschaut haben, das waren nur Gerichtsshows. Jetzt wird es aber langsam, jetzt kommt der Sender, glaube ich, so langsam in Fahrt. Letzte Frage von Anni Schäffer. Hat sie noch zu Paaren der 100.000-Mark-Show Kontakt und wurde darauf geachtet, dass die Gewinner mit dem Geld sicher nach Hause kommen konnten? Ja, ich habe noch Kontakt tatsächlich zu einigen. Ja. Also viele schreiben mich über LinkedIn an. Okay. Ich bin ja nicht bei Facebook, seitdem mir eine Journalistin gesagt hat, auf deinem privaten Facebook-Account war ich auch schon. Also das seitdem habe ich mich bei Facebook abgemeldet. bin aber noch bei LinkedIn und darüber habe ich Kontakt. Und ich habe neulich ein Kandidatenpaar getroffen, die ein Reisebüro haben und die hatten eine Reise für eine Auktion, die ich auf einer Charity-Veranstaltung. Ich mache ja sehr viel Charity. Ich bin Botschafterin für herzfreunde.de. Da soll man jeder drauf gucken. Ist wirklich gut. Und da habe ich eine getroffen, die da eine Reise gesponsert hatte. Und da haben wir viel gequatscht. Dann habe ich mit einer Frau Busch, die heißt jetzt Lady Busch, die lebt in England und ist Hypnotherapeutin geworden. Und die hat mir erzählt, dass ihr Partner, mit dem sie bei der 100.000-Mark-Show ist, sie hatte sich von dem getrennt vor 15 Jahren und der, aber im Guten war nichts Schlimmes und der ist irgendwie vor 5 Jahren verstorben. Also ich kriege da schon so einige Geschichten mit und mich rührt das immer sehr und ich finde das schön. Außerdem sind die Kandidaten niemals mit Bargeld nach Hause gefahren. Das glaube ich auch, ja, okay. Die haben das natürlich überwiesen. Musste man das damals versteuern? Heute muss man ja bei allem, was man gewinnt, aufpassen. Nee. Ah, okay. Nee, okay, ja. Früher musste man das noch nicht versteuern. Ja, dann war das wirklich lebensverändernd. Frau Kock am Brink, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Also es ist wirklich so, Sie sind auch für mich tatsächlich einer der ganz, ganz großen Fernsehstars. Und ich würde mich am meisten freuen, wenn ich Sie wieder sehen würde, weil Sie können das einfach. Und auch gerade, wie Sie das erklärt haben, perfekte Minute. Sie haben sich da reingefuckt. Sie haben die Sendung zu Ihrer gemacht, ohne Moderationskarten. Wer kann sowas noch? Ja, wer weiß noch von selber im Kopf, was wann kommt und steht voll und ganz zu der Sendung. Das sind halt so diese Namen, Ulla Kock am Brink, die man da eigentlich wieder sehen müsste. Ist nett von Ihnen, dass Sie das sagen und mir hat das auch Spaß gemacht. Dankeschön, das freut mich. Alles klar.
Ja, das war Ulla Kock am Brink hier bei uns am Sprechplanet-Telefon. Genau für diese Art von Interviews, wie es heute wieder mal funktioniert hat, genau für dieses Gespräch, genau für diese Qualität mache ich diesen Podcast. Und das kann natürlich nicht immer so klappen wie heute. Es kommt auf den Gast an, es kommt auf die Gesprächsatmosphäre an. Hat der andere auch Zeit? Hat er Lust? Lässt er sich drauf ein? Hat er was zu erzählen? Hat er wirklich eine tolle Laufbahn oder irgendwas Interessantes, was es sich für ein Interview auf jeden Fall lohnt, auszubreiten, erlebt? Und das ist bei Ulla Kock am Brink gepaart mit dieser Fachkompetenz und auch dieser, ja, Kritikfähigkeit an sich und auch an der Umwelt und auch darüber zu sprechen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das sind alles Parameter, die zusammenpassen müssen, damit so ein Interview hier zu so einer Sternstunde wird, wie ich jetzt gefühlt habe, es heute geworden sein könnte. Das gleiche galt auch bei Gerd Müller-Gerbes oder bei Matti Krings. Es gibt so ein paar Interviews, wo ich sagen würde, die stehen stellvertretend für das, was ich eigentlich hier machen will, seit Jahren. Heute war es wieder soweit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächsten Interviews. Interviewvorschläge, bitte, bitte, ich brauche das, sonst geht es hier niemals weiter. An info@sprechplanet.de. Wenn ihr jetzt irgendeinen Namen im Kopf habt, wo ihr sagt, genau sowas wie heute, das könnte man auch mit dem und dem machen, der würde sich drauf einlassen oder der wäre sehr interessant, von dem auch mal so ein ausführliches, persönliches, ja, intimes Gespräch quasi zu hören. So eine Telefonatmosphäre wie heute war sehr schön. Natürlich kann das nicht immer so gelingen. Es hängt auch manchmal von der Gegebenheit ab, ob die Person gerade im Auto sitzt oder in der Bar und dort mit mir telefoniert oder ja, ob man sich darauf einlässt. Aber wenn ihr irgendeinen Namen habt, wo ihr sagt, ja, das könnte so ähnlich werden, so schön wie heute mit der Ulla Kock am Brink, dann brauche ich bitte diese Interviewvorschläge, damit das hier eine runde Sache wird auch weiterhin. info@sprechplanet.de. Oder, was auch sehr gut geht, schreibt mir doch einfach eine Nachricht in WhatsApp. Die Rufnummer lautet 0151 1844 2394. Ich bekomme da öfters Nachrichten hin, wo Leute sich fragen, ob ich das überhaupt bin und ob ich dann auch antworte und sind ganz vorsichtig. Nicht vorsichtig sein, einfach drauf los, einfach losschreiben. Ich mache dann eine Sprachmemo zurück meistens und dann bedanke ich mich für die Vorschläge. Also Feedback und Interviewvorschläge bitte an diese WhatsApp-Nummer 0151 1844 2394. Keine Scheu, die Nummer ist genau dafür da. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.